Hey Leute, willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper. Und wir haben ja hier die Quest, dass wir jemanden begleiten sollen zu der Höhle des sofortigen Todes. Ja, ich bin mal gespannt, was er da vorhat. So. Okay, Gruppe wird angegriffen. Das ist ja wohl ein schlechter Witz, dass wir von so viel angegriffen werden. Okay, wie gefährlich. Ich habe keinen Burgmagie einzusetzen, weil ihr einfach mir so schwach seid. So. Greif mich ruhig an und schwäch mich und tut mir das weh. Aua, aua. So, Victory. Okay. Wenigstens nochmal einen Schleifstein gefunden, weil man ihn noch weiter aufwerten kann. Jetzt müssen wir aus den... jetzt müssen wir den Geheimgang finden? Hier gibt es einen Geheimgang? Würfel. Oh, seht euch mal um. Ich glaube, wir haben da ein Problem. Blick zurück. Nicht umdrehen. Wir haben nicht nur irgendein Problem, sondern ein riesiges Problem. Vor was habt ihr denn Angst? Steig hier entlang. Erdbeben. Ihr habt ja noch nie irgendwas mit Erdbeben. Totes Fleisch. Okay, komm. Gruppe wird angegriffen. Komm, so viel große Probleme haben wir jetzt auch nicht. So, Schlag des Anführers. Ja, da müssten fast alle jetzt durch sein. Da kann man sagen, Zuge der Heilung. Sagen wir kurz hier Doppelschlag. Und Feuerball. Und machen wir die hier von unten. Und du kriegst noch einen Schlag. Nee, kriegst du ihr heiliges Schild. Doppelschlag ist ein bisschen blöd. Okay, wen haben wir? 8. Gut. Zuge der Heilung. Ganz klassisch. Und hier ist ein Doppelschlag. Und auch nochmal ein Feuerball auf den. Du kannst mal Monster beschwören machen hier. Ein Schlag des Anführers auf den, damit haben wir den schon mal platt. Ja. Züge der Heilung. Doppelschlag auf den. Das ist der auch platt. Feuerball. Monster beschwören. Und Schlag des Anführers. Hey! Mach was ganz Neues. Können wir was Neues machen, und zwar machen wir Schwächung. Ja, damit haben wir die schon mal ein bisschen stillgelegt. So, ein bisschen hier schlagen. Schön drauf auf den. So, da hat er mit ihm platt gemacht und dann ist auch der. Na, verdammt, ich dachte, den hätten wir da auch platt gemacht. Dann nehme ich. So. Okay, der ist platt. Schön alle raufen auf den. Keine Mana-Points investieren. Ja. Jetzt muss er doch unbedingt sich selber heilen. Okay, und damit ist er platt. 82 und ein Pelz. Pelzig. Angemerkung. Unser Problem konnten wir wie immer selbst lösen. Wir sollten nicht mehr hier bleiben. Es könnten sich noch mehr, noch viel mehr kommen. Ja, es könnten noch viel mehr kommen. So, ah, mein Auge juckt. Ich versuche mal den Text so schnell wie möglich zu lesen. Schnell hier entlang. Oh Mann, der geheime Korridor ist versperrt. Mir fällt nur eine Person ein, die darüber Bescheid wissen könnte. Sieg, gut, gut. So, okay. Reisen ins Yogadorf. Dann machen wir das mal. Magisches Passwort. Ja. Okay, Online-Dateien-Kurs. Okay. Auf zum Yoga-Dorf. Gut, das ist ja nur eine Hin- und Rückreise, oder? Wahrscheinlich Passwort empfangen, ein paar Erfahrungspunkte über Gold bekommen, Rückreise, und dann... Sollte ja nicht so kompliziert sein.
Denke ich mal. Hoffe ich mal zumindest. Okay. Dorfältester, genau, er mal wieder. Hallo Abenteuer, wie kann ich euch diesmal behilflich sein, müsst ihr sagen. Nachdem ihr das Sprichwort von euch gegeben habt, glänzt die Augen des Dorfältesten, als ob er verzaubert worden wäre. Dann fängt er an, ein paar Worte zu murmeln. Ihr versucht euch darauf zu konzentrieren, was er gerade vor sich hin murmelt. Als ihr ihm nähert, könnt ihr seine Wörter deutlich verstehen. Melon, das ist das Wort. Melon ist das Wort. Melon ist das Wort. Dies wiederholt ein paar Sekunden lang. Urplötzlich kommt er wieder zu sich. Also Abenteuer, wie kann ich euch helfen? Ist okay, wir wollten dich fragen, wo es zu Schenke geht, aber mir ist der Weg doch wieder eingefallen. Danke doch, Tester. Bald wieder. Okay. Dann halt nicht zu Schenke. Das magische Passwort. Ja. Melon, wissen wir jetzt. Ja. Auch wenn es mehrere Tage dauert, schreibt euch auf den Zettel, dann vergessen wir es auch nicht. Achso, wir haben jetzt so einen Spaß. Gut. Dann muss ich sagen, haben wir wenigstens einen Vorteil. Das war wieder ein bisschen Geld bekommen. So viel Geld wird es auch nicht sein, verdammt. So. So, und der kann mal ein bisschen. So, und jeder kann sich Gott! Ich kann nicht mehr sprechen. Jeder kann mal auf die kleine Spinne draufschlagen. Nein. So, auf zweiter zur Höhe des sofortigen Todes. Come on. Echt bei der Wiese hier. Ein Stockfisch. Immer gut für unterwegs, ein Stockfisch. Jetzt kommen wir wieder am Schloss an, wo wir gegen irgendwelche Ritter kämpfen. Oder Räuber. Schon wieder was platt. Okay. So. Zwei Gold. Super Sache. Weiter auf nach Westen. Er hat ja gesagt, die Karte erweitert sich. Ich bin immer echt mal gespannt, wie groß die Karte sich erweitert oder ob das einfach nur dahingesprochen war. Klar, es ist, kann mir vorstellen, dass es noch mehr gibt als nur diese Kontinent, aber vielleicht ist es eher gedacht für den zweiten Teil. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jetzt noch so groß wird, weil wir doch eher jetzt gerade die Ad-On-Kampagne spielen. So, genau, wir müssen weiter. Noch einmal. Oh, Schleifsteine. Mal ganz ehrlich, wir sind schon so viele Level über denen. Ich mache mir doch keine Gedanken. Einmal mal ganz gekonnt. Jeder greift einmal an, wenn er möchte. So. Ja, ist okay. Einfach mal betäuben hier ganz fleißig, wenn man es kann. So, und der sollte ja auch kein Problem machen. Und guck mal, wir setzen Magie ein. Zucke der Heilung. Oh. Und eine Wiederherstellung. Oh mein Gott. Da brauchen wir wenigstens nicht übernachten. So, Victory. Nummer 41 Gold und hier Schleifsteine. Ja, ja. Bring ihn zum Schmied. Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit auch erfahren. Tori. Ja, ja, Schmied und so. Da sind wir wieder. Okay, Melon.
Hier steht geschrieben, die Türen von Schiffbruch Bay. Des Herrn von Pen and Paper spricht Freund und trifft ein. Malone. Ein Knirschen ertönt. Das geheime, versiegelte Weg erzeigt sich. Oder zu schnell geklickt. Plötzlich tut sich ein verborgener Weg, als würde er auf die Wand gezeichnet. Ihr könnt die Wand jetzt durchqueren. Dies ist der geheime Ort und hier müsst auch das Dock gebaut werden. Okay. Die Monster können diesen Ort nicht erreichen. Also ist er sicher. Was ist das für ein Ort? Ein Ort, der so sicher ist, dass ich hier sogar eine Festung errichten könnte. Anfangs wird diese Festung ein Dock sein. Hä? Dann würde ich es ausbauen. Wir brauchen es, um andere Orte zu reisen zu können. Orte, von denen ihr nicht mal wisst, dass sie existieren. Wie lange soll denn das noch gehen? Okay, Reisen. Schiffsbruch Bay, Reisen an einem bestimmten Ort. Alles klar. Okay. Pier. What? Ich habe echt das Gefühl, dass hier kommt noch dazu. So. Alles bereit? Alleine dürft ihr... Okay. Wenn es einen Grund hat, das zu bauen, dann... Dann soll das machen. Hoffen wir, dass es schnell geht. Ja. Ein paar Monate abgeschlossen. Stufenaufstieg. Ein paar Monate ist gut. Wir haben schon 949 Tage so. So, 34 und du hast noch. Zwecke der Heilung. Mysteriöse Portal reist an einem bestimmten Ort. Wo ist diese sonderbare Gestalt? Ist sie abgehauen? Zu eurem Diensten. Ihr müsst wissen, dass mich eure Meister herbeirufen kann. Wann immer ihr wollt. Denn er kontrolliert einen Teil des Geschehens. Echt? Jetzt wird es sogar noch komplizierter. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum sich der Zauberer von Ostküste im Westteil eurer Karte befindet? Ja. Oh Mann, ist doch so groß. Ich dachte, das wäre irgendein Übersetzungsfehler. Das liegt daran, dass wir uns weit im Osten befinden und eure Karte unvollständig ist. Es gibt noch viel mehr, das ihr nicht sehen könnt. Wie groß soll das bitte schön sein? Schiebt es auf den Künstler, der diese Karte anfertigt und sie euch gab. Ja. Sie zeigt, dass die Welt größer ist, als ihr denkt. Ihr seid in der Pen-and-Paper-Welt nicht ganz alleine, wie ihr immer dachtet. Entschuldige die Störung, ich muss euch um einen Gefallen bitten, um meine Arbeit beenden zu können. Einer meiner Freunde wird bald durch das Portal kommen und ihr müsst ihn hierher zu mir eskortieren. Okay, los geht's. What the fuck? Wir hatten gar keine Zeit, uns einander vorzustellen. Wie lautet dein Name? Ich heiße Zongo. Auf zum Portal. Ich bin ja echt gespannt. Was, also Eskortiermission ist okay. Wie das so rausgehen wird. Riesige Welt, okay. Okay, da habt ihr es. Das Portal ist aktiv und vor ein paar Augenblicken ist irgendwas Leuchtendes herausgekommen. Vielleicht ist Zangos Freund. Sirze, wo bist du? So heißt der. Als ihr nach links schaut, seht ihr Zirro, der von Schergen uralten Bösen in der Energie getrieben wird. Ist sie wirklich böse? Okay, wir sollen die wahrscheinlich besiegen. Rettungsmission, Zirro. Ne, schaut euch an. Okay, greift mich an. Stell auf mich zu, bereit machen. Wir müssen vier Wellen. Sind es genau die gleichen Wellen wie vorher? Würde mich nicht wundern, weil es genau gleich... Also, wie soll ich das erzählen? Da war nämlich genau das gleiche Level gewesen. Gottes Willen. So. Gut.
Feuerball und dann haben wir hoffentlich gleich besiegt. Da ist er weg. Und da will ich jetzt nur noch einen Betäubungsschlag oder so. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Ruhe. Oh, der brennt. Machen wir doch ein bisschen Blitzheilung. So. Okay, dann sind wir bereit auch für die nächste Welle. Zwei von denen. Ja, ja, ich weiß, ich kenne die. Wenigstens einmal kritisch getroffen. So. Ein bisschen schwächen. Können wir auch mal einen Feuerball auf mich machen. Den ersten Plätten. Schild brauche ich glaube nicht. Dafür ist die Schwäche noch aktiv. Okay. Auch der ist erledigt. Drei von denen. Vielleicht bekommen wir nochmal so einen Ring. Gut. Betäubungsschlag auf den. Der brennt schon wieder, ey. Ich fass es nicht. So, erstmal die Hilfe von unten, damit ich mich regenerieren kann dann. Und hier Doppelschlag. Ja, hättest du auch umbringen können. So, wir machen mal den nächsten hier vorher. Den Monster beschwören. Komm, niederstrecken. So, damit haben wir erstmal Ruhe von dem. Ja, Mist, hätte ich mal anders machen sollen. Greif nochmal an. Der wurde getötet. Mal ein Angriff. Und nochmal ein Doppelschlag. Schade. Ich hoffe, den gleich fertig zu machen. Gut. Haben wir noch ein bisschen Mana übrig für nächste Runde. Also auch wieder bloß zwei. Ja, Doppelschlag mal erhöhen. Okay, dann machen wir hier mal einen Doppelschlag. Zweimal Crit, super. Und ein Feuerball hinterher. Ja, macht mal weiter die Schwächung. Ein bisschen Mana Drain. Ein bisschen schön aussaugen, die gelben Viecher. Oh, jetzt regeneriert sich der Kerl schon wieder. Können wir den zweiten mal ein bisschen anbrennen. Mist, ich habe gehofft, Crit zu machen. Okay, der ist platt. Machen wir halt hier Monster beschwören. Da treffen wir aber auch. Macht viel noch mehr Schaden. Echt jetzt? So. Kann ja mal nicht sein. Okay, grüner Apfel. Und. Sieht der denn aus? Hey Zango, lange ist her, was? Hier, ich habe mitgebracht, was du haben wolltest. Jetzt kann ich das hier fertig machen. Nur noch ein paar Tage. Berichtet dem König von diesem Bau. Er dürfte hoch erfreut sein. Ja, ob der so erfreut ist, ich weiß nicht. Das werden wir aber nächstes Mal sehen. Bis dann. Ciao, ciao.